Guten Tag, Herr Steffen. In dem Panel, in dem Sie gerade gesprochen haben, ging es ja um innere Sicherheit, gerade in den Zeiten von neuen Bedrohungen. Was würden Sie denn sagen, in welchem Verhältnis stehen Freiheit und Sicherheit heute? Also es hängt natürlich immer zusammen, Freiheit und Sicherheit, ist ganz klar. Es gibt ja viele Sätze, die darüber gebildet werden. Wir haben im Moment eine sehr starke Betonung von Sicherheit und müssen aufpassen, dass grundsätzliche Betonung von Freiheit nicht untergeht. Also dass wir deutlich machen, dass Menschen, die sich nicht zu Schulden kommen lassen, dass die nicht durch staatliche Organe beeinträchtigt werden dürfen und sollen. Das ist die ganz zentrale Forderung von Freiheit vor dem Staat, also die ganz alte liberale Freiheit, wie sie immer auch vertreten worden ist, die muss in diesen Zeiten stärker betont werden. Und da haben wir natürlich schon eine Herausforderung, weil im Moment wir einen sehr starken Sicherheitsdiskurs in der Gesellschaft haben. Und was bedeutet das jetzt genau für die landespolitische Ebene, in Ihrem Fall jetzt in Hamburg, was für Auswirkungen hat das? Also wir haben natürlich die Situation, es gibt ganz konkrete Sicherheitsanforderungen, es gibt Herausforderungen, wo ich auch sicher bin, auch Grüne müssen hier beantworten, wie sie die konkreten Sicherheitsfragen auch lösen. Da können wir uns nicht wegducken und sagen, ah, das machen vielleicht andere irgendwie, sondern auch Grüne müssen dazu stehen, dass bestimmte Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Aber es kommt eben darauf an, dass man diese Sicherheitsmaßnahmen genau auf das reduziert, was wirklich erforderlich ist. Konkretes Beispiel, wird ja immer viel diskutiert über Videoüberwachung und viele sagen, oh, je mehr Videoüberwachung wir machen, desto besser. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil es kann gar nicht jede Videokamera auch ausgewertet werden. Wir sagen deswegen, wenn es irgendwo zusätzliche Anlässe gibt, wo dann auch mal eine Videoüberwachung helfen kann, dann gibt es eine temporäre Videoüberwachung, aber nicht die Einrichtung von noch mehr festen Videoüberwachungen in der Stadt, damit wir nicht dann wegen eines einzelnen Anlasses dann eine dauerhafte Mehrüberwachung von Leuten haben, die sich eben nicht haben zu Schulden kommen lassen, die sich ganz einfach, ganz normal als Bürger in ihrer Stadt bewegen. Und darauf kommt es an, ganz klar zuschneiden auf das, was wirklich gebraucht wird, um die Sicherheitsprobleme zu beantworten. Vielen Dank.